Wir sind Christoph und Christina, wir sind da in Wertbergen-Aas und wir machen einen steirischen Tofu. Das ist der erste und einzige steirische Tofu, den es da gibt. Also wir sind auf die Idee gekommen durch unser Catering eigentlich, dass wir immer mehr vegetarische und vegane Gäste haben und da wollten wir uns irgendwas einfallen lassen. Und irgendwie sind wir dann auf den Tofu gestoßen, haben wir Soja angebaut und dann haben wir uns auf das Tofu machen probiert und geschaut und jetzt haben wir das fertige Produkt. Der Online-Job ist geplant. Bei den Konsumenten kommt es sehr gut an. Also wir kriegen eigentlich nur gute Rückmeldungen oder positive Rückmeldungen, die was ankaufen. Wenn sie mal wissen, was man machen kann draus, dann sagen alle, was, das ist Tofu, das ist echt gut, das schmeckt. Man muss halt nur wissen, was man macht draus. Also mir war immer wichtig, dass man aus der Landwirtschaft was macht, was Cooles, was Neues, was Innovatives probiert und nicht in den alten weitertun, was immer so war. Und dann haben wir das auch probiert und probiert es auch. Natürlich, am Anfang ist es ein bisschen hart, aber es wird und es sieht man dann, was da Cooles rauskommen kann.